So Leute, da bin ich auch wieder bei Kingdom Hearts Final Mix. Wir haben das letzte Mal Merlin gefunden und wir werden jetzt auch mit Merlin Magie trainieren. Hier kann ohne Rücksicht auf MP Magie geübt werden. Merlins zauberhafte Möbel stellen sich als Ziele zur Verfügung. Sie sind herumfliegende Möbel und lässt sich genug geübt, dann einfach Merlin entsprechend beenden wählen. Willst du also üben? Ja. Welche Art? Ich mache die Beweglichen sofort. Los geht's. See ya. Fire. Fire. Ha. Fire. See ya. See ya. See ya. Ja, okay, jetzt habe ich erstmal die ganze Zeit nicht geredet, weil ich das ganz interessant fand. Hat einem wahrscheinlich nicht so viel weitergeholfen. Ah, hier ist wieder so ein Speicherpunkt, ganz schön. Was ist hiermit? Dann kommt wieder die gute Fee oder was? Mal sehen, was die gute Fee mit mir macht. So, das Reden wir uns vergessen, das war ja schlimm, ey. Oh, vergisst ihr das Reden? Oh, ist ja gar nicht gut. Oh. Meine Welt ist auch verschwunden. Hilft ihr mir gar nicht, die Bitch. So, die Bitch. So, da ging's raus. Mal sehen. Und dann. Die Kamera lässt sich gerade hier irgendwie überhaupt nicht drehen. Ah, ich verstehe, das ist eine Kiste, da kommt man hin, sobald man die gelben Dreifach-Dinger da freigeschaltet hat. Mega die Jump-Run-Action-Skills und sowas. Jetzt habe ich natürlich verkackt, war klar. Und mit L1 kann ich dann auf Magie wechseln. Das finde ich ziemlich interessant. Ja, es ist wirklich sehr interessant, finde ich. Also, ja. Vielleicht finden wir noch ein blaues Ding. Da habe ich ja irgendwas übersehen. Was ist denn das? Triotech. Hier war sogar was blaues. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, Camper-Set. Ulala. Ah, es kann auch. Was ist hier los? Untersuchen. Ein Stromkabel. Es kann auch sein, dass die verschiedenen Farben was bedeuten. Blau zum Beispiel, dass ich was bekomme. Vielleicht ist Gelb dann, dass ich irgendwas bewege. Und Rot ist, dass ich irgendwas kaputt mache. So. Einwerfen. Hütte erhalten. Mithrilerz erhalten. Okay. Zwei habe ich also schon. Dann geht's aber weiter. Wir spielen jetzt das Spiel. Mit dem Krokodil. Das ist der Krokodog. Krokodog. Das Spiel ist doch mega lustig. Besonders lustig ist es immer, wenn man. Ja, wenn man das Spiel halt gespielt hat. Achso, muss ich was lesen. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort an. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Die
also die Kampfstufe, gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. Normal und normal. Stufe 2 und Stufe 1. Dann gehen wir erstmal die Erna-Stufe. Ich glaube, das ist ganz klug, dass wir die Stufen alle so nach und nach machen. Oh. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deine Reise wird dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast. Der Gummi jetzt ist mit dem linken Stick gesteuert. Dränge den linken Stick nach oben, um nach unten zu fliegen und umgekehrt. Gott, ist das hart, Alter. Man muss das immer fliegen, Alter. Das ist doch hart. Gewächter. Okay, es wäre besser gewesen, nach rechts zu fliegen. Und da ist ein Planet. Welcher Planet ist das? Ich möchte das erkennen, bevor ich gelandet bin. Das sieht mir sehr nach Alice im Wunderland aus. Wunderland. Ja, oh mein Gott, ich bin so ein riesen Wunderland-Fan. Jetzt darf ich ins Wunderland. Ist doch voll toll. Ja, Wunderland. Treffe ich den Hutmacher? Ein Hutmacher und Alice und... Und ja, Wonderland. Wundersame Begegnung. Und die Schlafmaus und eine Märzhasen. Ah! Den Herzbuben kann ich auch eine reinhauen. Oh, ist das hier auch im Wunderland so mit Trinkmilch und sowas? Oh, der Hase! Ich liebe den Hasen. Das ist wundervoll. Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Ob es hier auch dieses Ess mich und Trink mich gibt? Hier kann ich das nicht machen. Es war grün. Eine Tür. Noch eine Tür, noch eine Tür. Yay. Das fängt so richtig wunderlandmäßig an. Eine Tür hinter der Tür, die eine Tür verbirgt. Dafür sind wir aber viel zu groß. How did you get so small? No, you're simply too big. That tracks. Must you be so loud? You woke me up. That's so cool. Good night. I need a bit more sleep. Er braucht doch immer schlafen. What do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle over there? Ess mich und trink mich. Oh, cool. Heißt jetzt zwei Getränke oder wie? Okay, ist hier vielleicht irgendwas?
noch was man machen kann? Irgendwie nicht. Dann trinke ich jetzt. Oh mein Gott! Wir werden wieder größer, oh mein Gott! Dass er sofort das Richtige getrunken hat, ist hart. Bom 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 bom. Oh. Das ist ja cool. Ich sagte schon, ein schlauer Mann, man muss die Welt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Wenn wir jetzt nicht klein, hätte ich das nie gesehen, dass da was ist. Oh, Feuergeister. Gib mir mehr EP. Nein, geben sie mir nicht. Ist das blaue Mana? Ist ja cool. See ya. See ya. Also, und das sind jetzt genau die ersten Geister, die man natürlich trifft, die man gut Magie trotzdem töten kann, sind natürlich Feuermagier, sind dagegen immun. Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? So cool. Eigentlich muss ich das hier gar nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Achso, und jetzt, achso. Potion Donald. Jetzt kann er wieder mitkämpfen, okay. Der Donald hat ganz schön kassiert. Egal, wir gehen jetzt hier weiter. Ich würde auf jeden Fall gerne weitergehen. So. Und Banane essen. Hm. Okay, jetzt ist ja eingeschlafen. Was muss ich denn jetzt machen? Heißt das, ich muss ihn wecken? Dann ganz schnell klein, mich klein machen und dann... Das könnte es sein. Oder so. Mal sehen, wo es da lang geht. Die Herzkönigin und Alice. Der Hase, der immer viel zu spät dran ist. Und wir. Court is now in session. I'm on trial. But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. Die Königin ist mal so cool, die macht immer ihre eigenen Regeln. This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is... Because I say so, that's why. Sie ist so geil, oder? So unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so... so mean. Silence! You dare defy me? Sie ist wie Ahmed the Terrorist. Silence! We should help her out. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Oh, yeah. And that's against the rules. The court finds the defendant guilty as charged.
for the crimes of assault and attempted theft of my heart. Off with her head! No, no! Ab mit ihrem Kopf! Hold it right there! Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the Heartland. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Nein, Alice. Bringe mir Beweise für Alice' Unschuld. Sonst heißt es, ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Kann ich ansprechen? Ui. Geht und sucht Beweise für ihre Unschuld. Los, 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 geht. Wie viele Beweise brauche ich denn? Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen, auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Okay, Beweise. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Was sind denn Beweise in dieser Welt? Beweise sind Beweise. Und ich sehe gerade schon wieder 16 Minuten aufnehmen. Ich frage mich, wohin mit der Zeit? Das ist doch voll verrückt. Oh, Grinsegatje, Cheshire. Oh, hallo Cheshire. Cheshire ist cool. Oh, Cheshire. Wer bist du? Wer wohl? Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns. Die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Die Antwort der Schuldige, die Katze, alles liegt im Dunkeln. Warte! Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Können wir es ihr trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Dem Verzeiger gegenüber deren Köpfen sind mehr gefallen, aber man muss nehmen, was man kriegt. Ist echt hart. Sind die überhaupt, wenn sie über sowas laufen, noch? Oder was dazu? Bum, 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 bum. Dann kämpft mir viel zu offensiv. Gib mir Äther. Gib mir Äther. Habe ich überhaupt Ability? Warte. Item. Truhe. Elixier. Sora. Rausholen. Ich habe keinen Äther. Das ist das Problem. Kann ich irgendwo Äther kaufen? Kann ich es droppen? Leute, droppt mir Äther. Ich brauche Äther. Was für ein Wald. Das ist der Wunderlandwald. Blume will Äther, okay. Und was möchte die Blume? Gib mir Äther. Hier war eben Chester, ja. Das ist ja ein Irrgarten. Hier ist etwas. Lass uns unsere Trio-Tech machen. Äther und... Ah, den bekommt man hier geschenkt, oder was? Potion und Zelt.
Weiß nicht, warum er das Zelt braucht, aber... Gib mir Potion. Ah, Item. Potion, Blume. Hier. Schönen Dank auch. Ah. Öffnen. Was kommt da raus? Beweis Fußspur erhalten. Ah. Da muss wahrscheinlich noch ein Beweis. Ich gehe jetzt erstmal die Blume hier knallen. Untersuchen. Gib mir Ether. Item. Ether. Blume. Schönen Dank auch. Los, halt euch, ihr beiden. Die Blume ist schön. Die braucht noch einen Ether. Habe ich noch einen Ether? Ich will noch Potion, KI Potion. Gerade so dabei. Okay, das kann ein langer Tag werden. Aber erst im nächsten Part. Wenn wir uns wiedersehen bei Kingdom Hearts Final Mix.